Hallo, lieben Krebse, hier ist Julia von Weil du schön bist, jetzt mit deiner Liebeslegung für den Rest des Monats August bis dann einschließlich dem kompletten September. Diese Kartenlegung ist für dich, falls du den Krebs im Sonnenzeichen, Mondaszendenten oder in der Venus hast. Und ich nutze hier, wie auch schon in den Legungen davor, das Soul Card Tarot. Ja, wir gehen jetzt erstmal in das keltische Kreuz rein und ich werde dir die Karten jetzt einmal mischen für deine persönliche Legung. Es ist keine Legung, die speziell für Single ist oder speziell für In-Beziehungen, sondern wir schauen einfach, was jetzt hier im Krebskollektiv wirklich so das Wichtigste für dich ist. Ich gehe rein mit dem keltischen Kreuz, was bereits eine Legung ist, die in sich abgeschlossen ist. Und dann schauen wir doch gleich nochmal. Oh, da fallen die fünf Kelche raus nach. Schauen wir mal, wie sich das im weiterentwickelt. Und dann gehen wir nochmal in die Erweiterung rein. So, jetzt konzentriere ich mich aber und sage vielen Dank für die Botschaften hier bezüglich der Liebe fürs Krebskollektiv. Was sind die Botschaften für das Krebskollektiv? Da kriege ich auch ganz schnell bereits das Stopp rein. Ich nehme jetzt die Karten direkt von oben ab. Wir gehen mal in die Hauptenergie. Da haben wir die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin kann dich aktuell auffordern, auf deine Intuition zu hören, was deine Liebesangelegenheit angeht. Gleichzeitig kann es mit der Hohepriesterin sein, dass irgendwas enthüllt wurde. Vielleicht kannst du jetzt irgendwas sehen, was du vielleicht schon intuitiv gespürt hast, aber ja, vielleicht war irgendwie irgendwas eben noch nicht komplett enthüllt. So, also das erstmal hier als Hauptenergie für dich. Was haben wir als nächstes hier? Das nächste wäre dann die Herausforderung der Angelegenheit. Und da haben wir die zehn der Münzen. Und das ist natürlich Stabilität, Sicherheit. Gerade in Beziehungsangelegenheiten habe ich das Gefühl, dass es hier entweder was im Familiären geben kann, was für dich eine Herausforderung ist, oder wirklich eine Herausforderung hier, ganz viel Stabilität und Sicherheit reinzubringen. Es kann sein, dass jemand hier sehr viel Verantwortung hat, weil jemand für etwas gearbeitet hat. Dann nehme ich wahr, dass es für den einen oder anderen so sein kann, dass du es vielleicht in der Liebe mit jemandem zu tun hast, der sich eigentlich ein komplettes Leben bereits aufgebaut hat. Vielleicht Haus, Kinder, Familie, Ehefrau. Und dass hier jetzt irgendwas enthüllt wurde, ne? Was dir vielleicht bewusst wurde, vielleicht auch intuitiv bewusst wurde, was eben mit dieser Blockade hier zu tun hat. Ja, ich würde mal sagen, ich kreuze das mal wirklich so und dann haben wir auch noch hoffentlich genug Platz hier für die restlichen Karten. Also entweder ist es hier schwierig für dich mit dieser Person Stabilität und Sicherheit zu erschaffen, zu kreieren, oder eben diese andere Person, mit der du es zu tun hast, oder auch vielleicht du, hat sich vielleicht schon ein Leben hier komplett aufgebaut. Und wie gesagt, mit der Hohepriesterin ist es die Energie von, dass irgendwas enthüllt wird, ans Tageslicht kommt. Was haben wir hier in der Vergangenheit liegen? Die sieben der Münzen. Geduld. Ja, vielleicht hast du hier mit den sieben Münzen geduldig an etwas gearbeitet, versucht, die Beziehung zu nähren, Zeit, Geld, Arbeit, Energie, was auch immer das gebraucht hat, ne, reinzustecken, um eben die Früchte hier in dieser Beziehung zu ernten. Es muss nicht sein, dass hier eine andere Person etwas mit zu tun hat, aber es kann grundsätzlich sein, dass gegebenenfalls auch in dieser Angelegenheit, in der du dich gerade befindest, dass das Thema Finanzen hier etwas ist, was ein bisschen in der Herausforderung oder Blockade sein kann bei euch. Vielleicht aufgrund eines Hausbaus zum Beispiel. Wie gesagt, die sieben der Münzen, die sagt immer aus, hey, etwas braucht noch Zeit zum Reifen. Und was macht man in der Zeit, wenn etwas reift? Man eben gibt die Sachen hinzu, was die Sache braucht, damit sie reifen kann. Sprich, auf dem Acker würdest du den Acker pflügen, würdest vielleicht mal Kraut rupfen, solche Sachen. Was auch immer das hier für dich ist, woran auch immer du hier arbeitest, wo du in der Vergangenheit gemerkt hast, irgendwas ist noch nicht ganz reif, dann müssen wir noch mehr, was ich vorhin schon sagte, Zeit, Geld, Energie, Liebe, was auch immer reinstecken. Wir sehen hier definitiv diese Wartezeit in der Vergangenheit und eben, dass etwas noch nicht reif war. Lass uns mal weiterschauen, was wir hier als Fokus haben. Die Acht der Kelche. Also, ich habe das Gefühl, dass du dich hier irgendwie gedanklich von etwas gegebenenfalls verabschiedest, etwas hinter dir lassen möchtest. Ich habe das Gefühl, dass du dich nicht, dass du das Gefühl hast hier, oder beziehungsweise das ist auch die Karte, wo man sich auf die Suche macht, ne? Auf die Suche nach der eigenen Erfüllung, nach der Wunscherfüllung, auf der Suche nach dem glücklichen Familienleben, der glücklichen Beziehung.
Also das haben wir hier mit der Karte im Bereich des Fokus. Vielleicht denkst du darüber nach, aus einer Situation rauszugehen oder etwas wirklich hinter dir zu lassen. Etwas, wo du weißt, hey, eigentlich habe ich mehr verdient. Ich habe irgendwie, vielleicht habe ich neue Träume, neue Hoffnungen und Wünsche und da möchte ich mich jetzt auf die Suche begeben. Das könnte zum Beispiel etwas sein hier. Ich habe aber das Gefühl, dass das etwas ist, wo du entweder darauf fokussiert bist oder was jetzt vielleicht gerade neu in deinen Gedanken auch ist, ne? So, was haben wir hier unten? Na, gucke, da haben wir die 10 der Schwerter. Ja, das Bild wird natürlich mit jeder Karte, die wir hier ziehen, ein bisschen kompletter. Und hier sehen wir tatsächlich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, vielleicht hast du auch, dass du das Gefühl hast, gegebenenfalls mit dieser Karte auf Herzebene, dass hier du dich hintergangen fühlst, betrogen fühlst. Vielleicht hast du hier wirklich viel Zeit und Energie reingesteckt, warst sehr geduldig hier und letzten Endes ist diese Stabilität vielleicht nicht gekommen und vielleicht ist das das, was dir jetzt enthüllt wurde. So dass wir jetzt hier die 10 der Schwerter haben. Die 10 der Schwerter, das ist die Energie, wo man auch sagt, hey, ich fühle mich in den Rücken, ich fühle mich hintergangen. Ne? Auf der anderen Seite ist die 10 der Schwerter auch das radikale Ende und das sehen wir hier auf Gefühlsebene. Und deswegen macht es natürlich insofern Sinn, gerade das, was wir hier in der aktuellen Situation sehen, dass eigentlich die Blockade und Herausforderung diese Stabilität und Sicherheit ist, die Fülle ist, diese Enthüllung, die hier stattgefunden hat und dann die Kombination mit dem Weggehen. Etwas hinter sich lassen, vielleicht weil man sich hintergangen fühlt oder weil hier wirklich auch ein Schlussstrich ist. Vielleicht hast du oder die andere Person hier einen Schlussstrich gezogen. Was kommt jetzt in nächster Zukunft auf dich zu? Der Ritter der Münzen. Ritter der Münzen ist die Energie, wo man sagt, hier heißt es wieder geduldig sein. Also wir haben hier das Thema Geduld hinten, wir haben das Thema Geduld jetzt auch ja tatsächlich. Hier vorne schon wieder, aber ich habe das Gefühl, du arbeitest hier sehr gewissenhaft an etwas. Hier kann es sein, dass jemand in dein Leben kommt, auf den du dich verlassen kannst, der dich unterstützt, der dir hilft. Der Ritter der Münzen könnte jetzt ein Erdelement sein, also Steinbock, Stier oder Jungfrau. Könnte aber auch jemand anderes sein, wo du das Gefühl hast, boah, diese Person ist wirklich eine starke Stütze hier für mich. Der Ritter der Münzen ist die Energie von. Ja, wir arbeiten hier langsam Schritt für Schritt an etwas, wir bauen hier langsam etwas auf, wir machen uns einen Plan, sind sehr gewissenhaft. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du hier deinen eigenen Selbstwert auch langsam wieder aufbaust und vielleicht auch erstmal die Energie ein bisschen in dich reinsteckst, weil ja, die Karten, die wir hier haben im Jetzt, die empfinde ich schon als recht schwer. Ich schaue gerade mal, ob ich die Karten ein bisschen mehr zur Seite hier legen kann. So, weil da kommen natürlich jetzt gleich nochmal eine ganze Reihe Karten. So. Das könnte vielleicht hier ein bisschen besser sein, weil hier jetzt noch mehrere Karten kommen. Ja, was ist deine Energie hier? Oh, du bist auf Neuanfang. Der Narr ist der Sprung ins Unbekannte. Das ist der Neuanfang. Das ist den Sprung ins Unbekannte wagen. Und ich habe schon das Gefühl, dass du bereit bist. Du bist bereit für Leichtigkeit, für ein neues Kapitel. Denn gerade mit diesen Karten, die recht schwer sind, was ich ja gerade schon sagte, habe ich das Gefühl, dass du jetzt eigentlich bereit bist zu sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Neuanfang. Was auch immer das für dich ist, ich habe das Gefühl, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, hattest, dass das etwas ist, wo wir ja ein radikales Ende eigentlich auch jetzt sehen und dann auch dadurch diesen Neuanfang, das, was deine Energie ist. Und ich kriege hier rein, du bist bereit für den Neuanfang. Du hast dafür hart gearbeitet und vor allem auch, wenn ich diese Karten so sehe und mich da reinfühle, habe ich das Gefühl, du musst dich nicht mehr beweisen. Jemand, der deinen Wert nicht sieht und sich nicht für dich entscheiden kann und dich nicht gut behandelt, verdient es auch nicht, weiter in deinem Leben zu sein und da brauchst du dich auch nicht beweisen. Im Gegenteil, die andere Person müsste sich jetzt eigentlich eher beweisen, ist das, was ich hier reinkriege. Die äußeren Energien, ja, das macht auch Sinn. Wir haben den Tod hier. Hier habe ich also zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, eine weitere Bestätigung dessen, dass hier etwas wirklich zu Ende geht. Also an all die mit starkem Krebs,
Einfluss hier im astrologischen Chart. Ich habe das Gefühl, für dich endet hier wirklich eine Sache. Aber du warst auch lange genug geduldig, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt bist du mal dran hier. Gegebenenfalls, wie gesagt, kommt hier in naher Zukunft jemand auf dich zu. Das könnte eine neue Person sein. Vielleicht erstmal was, was freundschaftlich startet oder vielleicht auch eine Freundin, Freund, der dich hier unterstützt. Aber ich habe das Gefühl, du machst hier einen langsamen Fortschritt, was auch wieder eine gewisse Stabilität in deinem Leben betrifft. Dass du dich stabil und sicher fühlst in dir selber und in deinem Leben. Was ist der Tipp an dich hier in dieser Situation? König der Kelche. Ja, vielleicht König der Kelche. Da möchte ich eine weitere Karte ziehen. Grundsätzlich geht es mit dem König der Kelche um das Thema sanft, feinfühlig sein, um die eigene Intuition. Aber natürlich haben wir hier auch ein ganz bestimmtes Zeichen, also eine ganz bestimmte Person. Der König der Kelche könnte als, wenn wir jetzt nicht auf die Charaktereigenschaften eingehen, was bedeuten würde, hey, bleib sanft, bleibe mitfühlend, aber geh in die Aktion, komme ins Tun, weil das die männliche Energie ist. Die männliche Energie kommt ins Tun. Folge deiner Intuition bekomme ich auch rein, weil das wieder das Tun ist, aber hier das intuitive Tun. Ne? Was fühlt sich für dich jetzt richtig an? Gegebenenfalls ist der Hinweis und der Tipp auch, dass dich das Tarot hier auf eine ganz bestimmte Person hinweisen möchte. Das könnte ein Wasserzeichen sein, also sprich Fische, Krebs oder Skorpion. Das kann aber auch hier deine eigene Energie dadurch sein. Ne? Und dass das Tarot sagt, hey, fokussiere dich wieder ein bisschen auf dich, dass du in deine Energie kommst, egal ob Mann oder Frau bist. Ziehen wir dazu eine weitere Karte. Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter, das ist spannend. Die Karte kommt heute mehrmals. Ich habe die privat vorhin gezogen. Ich hatte sie heute in der Legung, die ich vor diesem Video gepostet habe. Deswegen habe ich das Gefühl, dass diese Karte heute sehr häufig durchkommt. Und dass hier die Botschaft deiner geistigen Führung ist, hey, wir haben den Weg hier blockiert. Es ist wichtig, dass du dich wieder um dich selber kümmerst, dass du in dein Element kommst, in deine Energie. Aber der Weg, den haben wir dir hier blockiert in dieser Angelegenheit. Und das hatte einen bestimmten Grund. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, hey, wichtig ist es jetzt, Dinge nicht zu überdenken, weil dich das selber, du könntest dich damit selber quasi auch blockieren. Also versuche dich auf dich selber wieder zu fokussieren, was auch die Energie ist von dem Ritter, den ich jetzt in naher Zukunft reinbekomme. Ja, wie geht's dann weiter hier in dieser Situation? Das Ass der Kelche, also emotionale Heilung wartet am Ende auf dich. Gegebenenfalls hast du hier am Ende tatsächlich nochmal eine Chance, was heißt nochmal eine Chance, also das, davon gehe ich natürlich aus, aber dass hier eine Chance auf neue Liebe liegt. Die Hauptenergie, die ich hier wahrnehme, ist, dass du, dass der Ausgang in dieser Situation erstmal der sein wird, dass du hier wieder in dein Element kommst, in deine Energie, diesen Neuanfang quasi wirklich auch dann wagst und hier deine Emotionen von dieser Erfahrung erstmal wieder heilst. Wenn das passiert ist, habe ich das Gefühl, dass es hier definitiv sein kann, dass hier bereits in der Zukunft als Ausgang der Situation bereits ein Neuanfang liegt in der Liebe. Was ich jetzt allerdings machen möchte, und zwar, wir sehen ja hier diese Person, mit der du es zu tun hattest, und da das ist, was sich hier zeigt, habe ich das Gefühl, dass du, auch wenn du grundsätzlich hier bereit bist für den Neuanfang, weil ich das Gefühl habe, du hast mehr verdient und das ist das, was sich bei dir auch mehr und mehr integriert hat, dass du eben nicht mehr warten möchtest, dass du nicht mehr aufs Abstellgleis gestellt werden möchtest oder dass man mit dir machen kann, was man möchte. Hier die 10 der Schwerter, ne? Habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht für dich nochmal spannend ist zu schauen, hey, wie geht's denn der anderen Person, weil da schon noch gewisse Schnüre und Verbindungen sind, weil ich das Gefühl habe, es war eine sehr intensive Verbindung, die dich sehr geprägt hat. Das heißt, für all diejenigen, die sagen, jo, das hat super resoniert, ich freue mich hier auf die Sachen, die in der Zukunft fliegen, denn Stabilität kommt rein, emotionale Heilung kommt rein, das ist das, was wir hier sehen. Sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Und für diejenigen, die sagen, ja, ich würde schon noch ganz gerne wissen, was jetzt auf der anderen Seite eigentlich los ist, bei meinem Gegenüber. Da schauen wir uns mal an, was die Person gerade durchmacht, wie es der Person geht, was sie über dich denkt und fühlt und auch nochmal, wie es da so ein bisschen weitergeht in dieser Situation. Und diese Erweiterung findest du auf Vimeo. Der Link ist unter diesem Video. Also einfach mal in die Infobox schauen. Und der erste Link ist dann zur Erweiterung auf Vimeo. Außerdem findest du unter diesem Video noch weitere
Informationen, wie zum Beispiel mein Instagram-Kanal Avalon Rituals, weil du schön bist. Und dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video hier oder dann gleich auf Vimeo.